Hey, willkommen zurück. Schön, dass du da bist. Heute verrate ich dir, wie deine Gespräche mit Frauen länger und interessanter werden. Schön, dass du da bist. Heute soll es mal um Gespräche gehen. Das bezieht sich jetzt nicht nur, wie ich eben im Intro gesagt habe, auf Gespräche mit Frauen, sondern das kannst du im Grunde auch auf Gespräche mit Männern oder allgemein Menschen übertragen. Wie deine Gespräche besser, länger, interessanter werden und dafür auch sorgen, dass die Frau dich dann auch wiedersehen will und dass du die Frau wirklich am Ende des Tages wieder siehst. Denn eine der häufigsten Sachen, die ich in meinem Coaching beobachte, mit meinen Coaching-Teilnehmern, ist, dass die meisten Männer nicht wirklich in der Lage sind, gute Gespräche zu führen. Die wissen gar nicht, wie das funktioniert. Da ist es dann teilweise wirklich so, dass die Frau irgendwie eine Frage stellt, und das ist ja schon ein gutes Zeichen, wenn die Frau dir eine Frage stellt und der Mann gibt irgendwie so eine Einsatzantwort wie, ja, ich komme da und daher, Punkt. Oder sonst irgendwas, stellt keine Gegenfrage oder erzählt nichts von sich aus, kann keine Geschichten erzählen und so viele verschiedene Dinge, die wirklich alle Männer, die zu mir kommen, vereinen, die unglaublich schlecht daran sind, sich interessant zu machen oder ein Gespräch interessant und lang zu machen. Dabei ist es ziemlich einfach. Und ich verrate dir jetzt, wie du es hinbekommst, dass auch du diese Fähigkeit lernst, denn das muss man offensichtlich trainieren. Ne? Natürlich trainierst du es, indem du Frauen ansprichst und mit Frauen flirtest, ganz klar. Aber wenn du jetzt merkst, hey, das fällt mir schwer, was kannst du da spezifisch machen? Folgendes kannst du tun, und das gebe ich auch meinen Coaching-Teilnehmern des Öfteren mal mit. Erzähl mal eine Geschichte aus deinem Leben. Nimm dir dein Handy oder nimm dir irgendeine Kamera, wenn du eine hast. Nimm dich mal selbst auf und erzähl deiner Kamera, meinetwegen auch einem Kumpel von dir, eine Geschichte aus deinem Leben. Ja, sagen wir mal so mindestens 5 Minuten, mindestens 4-5 Minuten lang. Für den Start kannst du ein bisschen weniger nehmen, wenn du merkst, es fällt dir schwer. Und dann erzähl einfach mal eine spannende Geschichte aus deinem Leben. Oder irgendeine Geschichte aus deinem Leben. Und versuch mal, und das ist die Aufgabe dabei, versuch mal, das so spannend wie möglich zu machen. Wie macht man sowas spannend? Wie macht man überhaupt Kommunikation spannend? Durch Tonalität. Das heißt, wenn du immer in der gleichen Tonalität redest, dann ist es nicht besonders spannend und niemand will dir gerne zuhören. Nein, so spricht man natürlich nicht, sondern du betonst Punkte anders als andere. Ja, manche Dinge sind emotionaler und da bist du vielleicht ein bisschen schneller, redest schneller, redest ein bisschen lauter oder heller. Und andere Punkte, wo es vielleicht ein bisschen, wo die Story dann noch so ein bisschen langsamer wird und du vielleicht, ja, vielleicht sind auch ein paar uncoole Dinge passiert oder du hast was gelernt, das war eine schwierige Zeit. Da redest du halt ein bisschen langsamer und ein bisschen tiefer. Ja? Tonalität. Wie tonalisiert man Sachen? Und krieg da mal ein Gefühl für. Das Tolle ist, wenn du Aufnahmen machst von dir selbst, wenn du dir eine Geschichte erzählst, wenn du eine Geschichte erzählst in dein Handy und dir das danach anschaust, das natürlich ganz wichtig ist, sich danach auch anzuschauen und zu gucken, wie war ich denn so? Dann kriegst du ein Gefühl dafür, wie deine Tonalität so ist. Also du wirst dann schon merken, was, so erzähle ich Geschichten? Das kann ich aber besser. Und wenn du dich halt wirklich regelmäßig reflektierst, dich regelmäßig selbst anschaust da, dich regelmäßig filmst, regelmäßig was erzählst, dann wirst du unglaublich schnell besser. Und ich habe das damals so gemacht, dass ich hatte mein Tagebuch und da habe ich immer reingeschrieben, so was so war mit den Frauen, die ich angesprochen habe, wie das Ansprechen auf der Straße heute war. Und da habe ich auch so verschiedene Theorien in das Tagebuch geschrieben, einfach so Theorien, die ich aufgestellt habe. So ist das mit den Frauen und so läuft das und das ist wichtig etc. Also die Sachen, die auch heute meine Videos geworden sind. Und dann habe ich mich halt hingesetzt und habe das Tagebuch genommen und habe aus diesen Theorien und Ideen einfach kurze Videos gemacht. Habe es kurz quasi meiner Handykamera erklärt. Und solche Sachen sind enorm hilfreich, um zu lernen, wie man sich ordentlich ausdrückt, wie man sich ordentlich artikuliert. Und ich kann gar nicht betonen, wie wichtig das ist. Ich hatte letztens zum Beispiel jemanden da, wirklich ein cooler Typ. Ne? Ein cooler Typ war das. Der hat aber einen sehr starken Akzent. Und das Problem ist, dass die meisten deutschen Akzente nachteilhaft sind für dich. Also es ist wirklich extrem, dass du kannst ein sehr intelligenter Mensch sein, aber wenn du zum Beispiel einen richtig krassen sächsischen Akzent hast oder einen richtig krassen Berliner Akzent, dann wirkst du auf die meisten Leute einfach dumm. Die meisten Leute nehmen dich dann als dumm wahr. Im Gegensatz, wenn du jetzt, wie in meinem Fall, und da bin ich auch sehr froh drum, dass das so ist, Hochdeutsch sprichst, ich komme aus Niedersachsen, Hannover Nähe, da ist ja die Hochdeutsch-Hochburg. Eine Frau meinte letztens zu mir, ah, das erklärt auch dein Dudendeutsch, Dudendeutsch. Macht es einen enormen Unterschied, weil die Leute nimm dich automatisch intelligenter wahr, selbst wenn du es nicht sein solltest. Das ist ja das Tolle. Und du glaubst nicht, was es für einen Unterschied macht. Wenn du dich schlecht ausdrücken kannst, du kannst ein richtig cooler Typ sein mit richtig viel Wert. Wenn du dich nicht ausdrücken kannst oder einen richtig beschissenen Akzent hast, dann hast du halt wirklich ein Problem. Ich erinnere mich mal an einen Coaching-Teilnehmer von mir, der ist ja auch, guckt auch regelmäßig, der schreibt vielleicht auch unter dieses Video, der bei mir mal im Coaching war und der sehr gerne auch so eine Art Coaching-Business machen wollte. Und der hat einen sehr starken Akzent und dann habe ich zu ihm gesagt, hey, von den Fähigkeiten her bist du absolut in der Lage, das
das hinzubekommen. Aber kümmere dich darum, dass du ein bisschen deinen Akzent verlierst, damit du einfach mehr Glaubwürdigkeit kriegst, damit das mit dem Business auch besser funktionieren kann. Ne? Das ist ein Punkt. Und der andere Punkt, den haben wir ja eben schon mal besprochen, ist, wie gesagt, trainiere die Fähigkeit, gut erzählen zu können. Meinetwegen schreib dir auch vorher die Geschichte einmal auf, wenn es dir schwerfällt, das so aus dem Gedächtnis raus zu produzieren. Also für mich ist es nicht schwer, ich kann mich hier hinstellen, ich kann über jedes Thema reden, 5 bis 10 Minuten, 20 Minuten. Bei mir ist alles sortiert. Vielleicht bei dir am Anfang nicht, das war bei mir am Anfang auch nicht so. Wenn du meine früheren Videos schaust, siehst du, früher war ich auch nicht so locker in meiner Art und Weise der Kommunikation. Na, diese Videos, die du jetzt siehst, sind nicht vorgeplant, die kommen einfach spontan und das kann ich mittlerweile. Deswegen schreib dir, wenn es dir hilft, erstmal das Ganze auf. Dann setz dich hin mit deiner Kamera. Nimm jeden Tag eine kurze Geschichte auf. Erzähl meinetwegen jeden Tag der Kamera kurz, was du heute erlebt hast. Und achte dann auf verschiedene Dinge. Weißt du, den einen Tag nimmst du dir mal vor, hey, heute achte ich mal auf meine Tonalität. Den anderen Tag nimmst du dir mal vor, hey, heute betone ich Sachen mal äußerst. Also da betonst du halt Sachen stark und konzentrierst dich mal nur darauf. Oder heute achte ich nur auf mein Sprechtempo. Heute achte ich mal darauf, dass ich sehr emotional Dinge beschreibe. Weil das ist halt auch so eine Sache. Du hast sicherlich viele Dinge in deinem Leben erlebt, die auch mit Emotionen verbunden waren. Aber die meisten Männer sind nicht in der Lage, Dinge emotional zu erzählen. Na, also da kommt einfach nichts rüber und das macht die Geschichte sehr, sehr unspannend. Ich kriege immer wieder das Feedback, dass wenn ich Geschichten erzähle oder allgemein Dinge erzähle, man mir einfach super gerne zuhört, weil ich bin wirklich engaged, also ich bin wirklich drin in dem, was ich da erzähle. Na, ich bin dann in meinem Kopf in dieser Vergangenheitssituation, na, nur mal für dich als Anleitung, bin in dieser Vergangenheitssituation und dann bin ich da wirklich drin und dann erzähle ich das auch so, wie ich es damals erlebt habe. Plus natürlich meine Mimik, das kommt natürlich auch noch hinzu. Ja, wenn du meine Videos schaust, dann ist dir bestimmt schon meine sehr lebendige Mimik aufgefallen. Und übrigens auch Gestik, ne, wo wir gerade schon bei dem Thema sind. Das heißt, wenn du dein Telefon irgendwo abstellen kannst, dann probier auch deine Geschichte ruhig mal ein bisschen mit Mimik und Gestik zu erzählen. Und Gestik, das ist so eine Sache, also alles, was mit deinen Händen passiert, das ist wirklich so eine Sache, die muss man sich angewöhnen. Am Anfang wirst du dir richtig komisch vorkommen, wenn du gestikulierst. Und also, weil du es bewusst machen musst, wirst du denken, oh Gott, was mache ich denn hier für ein Kram? Aber irgendwann, wenn du einfach... Wenn es drin ist, wenn du einfach ganz normal gestikulierst, wenn du immer gestikulierst, dann wird es sehr, sehr einfach sein. Bei mir ist es mittlerweile so, dass ich gestikuliere nicht nur in meinen Videos, ich gestikuliere einfach immer, wenn ich irgendwas erzähle. Immer. Und das macht die Art und Weise, wie du Dinge erzählst, unglaublich stark und sehr, ja, süchtig machen. Die Leute wollen dir zuhören. Wenn du dich gut ausdrücken kannst, dann wollen die Leute dir zuhören. Das ist der gleiche Grund, warum du tolle Schauspieler dir anguckst, wenn die im Kino einen Film gedreht haben. Ja, wir wollen das einfach. Wir sehen diese Schauspieler, wir kriegen die Emotionen von denen mit, weil die das gut darstellen können. Aber das kannst auch du lernen und dafür musst du, wie gesagt, kein Schauspieler werden. Nimm dir einfach dein Handy und üb das. Üb das so, wie du das Frauen ansprechen übst. Und glaub mir, das wird deinen Erfolg mit Frauen auf ein anderes Level bringen. Das wird deine Gespräche interessanter machen, das wird sie länger machen. Leg dir meinetwegen auch, da bin ich kein großer Fan von, aber das hat ein Kumpel von mir gemacht, der auch sehr erfolgreich mit Frauen ist. Das kannst du machen, ich würde es nicht machen. Kannst dir auch Geschichten zurechtlegen. Ja, also einfach so 3, 4 Geschichten, die du immer wieder erzählst. Das hat ein Kumpel von mir wirklich gemacht. Der hat Frauen gedatet, hat immer die gleichen 3, 4 Geschichten erzählt. Mir wäre das zu blöd. Aber das kann auch funktionieren, wenn du wirklich merkst, hey, auf Dates habe ich so gar nichts, worüber ich reden kann. Und ich weiß einfach nicht, worüber ich reden kann. Dann hab halt diese 3, 4 Geschichten, mach die erstmal fertig, üb die erstmal meinetwegen auch ein. Und damit du erstmal mit Stützrädern fahren kannst. Und irgendwann brauchst du wahrscheinlich die Stützräder dann nicht mehr. Und von diesen Geschichten, die du dann auf dem Date erzählst, führt natürlich auch immer ganz viel ab zu weiteren Themen. Also jede Geschichte, die du erzählst, gibt dir und der Frau die Möglichkeit, sich über ganz viele andere Themen zu unterhalten. Und so schaffst du es auch, dass du beim Date genug Sprechstoff hast. Na, wie gesagt, das Ganze sollte erstmal nur als Stützräder dienen und irgendwann solltest du dann in der Lage sein, das auch ohne diese Stützräder hinzubekommen. Und so schaffst du es auch, lange, interessante und vor allem erfolgreiche Gespräche mit Frauen zu führen. Schön, dass du da warst. Übermorgen sehen wir uns wieder. Links neben mir abonnierst du den Channel, wenn noch nicht gemacht. Unter mir kannst du dich für ein Coaching bewerben. Ein paar Coachingplätze sind für nächstes Jahr bereits offen. Dieses Jahr ist schon relativ voll, kannst dich trotzdem bewerben. Hier unten rechts kommst du zu einem Video, das wichtig ist, wenn du bis hierhin geschaut hast. Hier gibt es weitere Informationen für deinen Erfolg mit Frauen. Unbedingt da vorbeischauen. Übermorgen sehen wir uns wieder. Bis dahin, ciao.